Der zweite Spieltag in der Fußball-Bundesliga steht an. Borussia Dortmund reist zum ersten FC Köln. Florian, nach dem erfolgreichen Auftakt des BVB mit dem 5:1 gegen Augsburg, was dürfen wir denn vom BVB in Köln erwarten? Spaziert er durch die Kölner Abwehrreihen wie durch die des FC Augsburg? Ja, das glaube ich nicht. Also Augsburg war, glaube ich, trotz der frühen 1:0-Führung dann doch kein Gegner auf Augenhöhe am vergangenen Samstag. In Köln dürfte es der BVB da schon ein bisschen schwieriger haben, allein wenn man so die Atmosphäre bedenkt. Ich weiß nicht, wer schon mal in Köln war, ist ja schon eine spezielle Atmosphäre, dann auch mit den Liedern davor, Karneval und ja, erstes Heimspiel nach dem Wiederaufstieg, Freitagabend, Flutlicht. Das ist, glaube ich, schon eine ziemlich geile Geschichte. Also die werden da versuchen, alles rauszuhauen. Der BVB geht nichtsdestotrotz natürlich als Favorit ins Spiel. Köln als Aufsteiger hat, glaube ich, vom Kader her dem BVB da eigentlich nicht so viel entgegenzusetzen. Aber mal gucken. Ja, und die Bilanz, wenn wir da mal reinschauen, der Historie dieses Duells. Es hat 86 Spiele gegeben zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund. Und 27 Siege für die Kölner, 36 für Dortmund, um es komplett zu machen, 23 Remis. Das zeigt schon, dass Köln eben auch ein ernstzunehmender Gegner ist, egal ob sie Aufsteiger jetzt sind oder früher schon etabliert waren in der Bundesliga. Wo schätzt du Köln als besonders gefährlich ein? Nochmal ein Wort zur Statistik, ich habe mich da auch eingelesen und das war da die Partie, die am häufigsten 0:0 in der Bundesliga. Oh mein Gott, müssen wir uns fürchten vor Freitagabend, dass keine Tore fallen. Ich glaube, bei der BVB-Offensive ist da die Gefahr relativ gering, dass es ein 0:0 gibt. Aber um auf Köln zurückzukommen, ist, glaube ich, immer ambitionierter Gegner. Wie ich gerade schon gesagt habe, mit dem Stadion auch, ist dann auch eine Wucht dann auch bei denen, irgendwie ein 12. Mann. Aber ich denke, mit der spielerischen Qualität, die der BVB hat und jetzt auch... Man kann ja auch sagen, dass sie vor dem Bundesliga-Auftakt schon gut in Form war mit dem Supercup, im DFB-Pokal souverän. Auf jeden Fall. Also die Form spricht ganz klar für Dortmund. Köln hat ja auch am ersten Spieltag zwar knapp, aber 1:2 verloren. Also die Perspektive ist ganz klar für Borussia. Erstmal Punkte sammeln bis zur Länderspielpause und dann von oben grüßen. Okay, dann geben wir aber Lucien Favre auf jeden Fall nochmal einen Tipp, denn bemühen wir nochmal die Statistik. Ja? Wenn es nach eben dieser Statistik geht, dann sollte Lucien Favre am besten Marco Reus und Mario Götze gemeinsam auf den Rasen stellen, denn die beiden zusammen, wenn man sich deren Statistik anguckt gegen Köln, da kann nichts schief gehen. Ne? Mario Götze hat überhaupt noch nicht gegen Köln auch nur einen Punkt abgegeben in den Spielen, in denen er mitgewirkt hat. Mhm. Und Marco Reus, was haben wir aufgeschrieben? 11 Spiele gegen Köln an 12 Toren beteiligt. Reus wird spielen, da braucht man kein Prophet sein, aber dass Götze seine Statistik aufbessern kann, ist vermutlich eher unwahrscheinlich. Ja, vielleicht als Joker. Also ich denke, gerade durch den Auftritt gegen Augsburg hat Paco Alcácer ja seine Position nochmal zementiert. War natürlich in der Vorbereitung mal die Frage, ist er fit, wie sieht's aus? In der vergangenen Saison hat er ja eine unfassbare Quote gehabt, aber war halt auch andauernd verletzt mit muskulären Geschichten. Jetzt hat er die Vorbereitung komplett gemacht und es gab ja eine Szene gegen Augsburg, wo er, ich glaube, so Mitte der ersten Halbzeit dann bis zum eigenen 16er mit zurückgespurtet ist. Ich weiß gar nicht, gegen welchen Augsburger es war, aber hat den Ball dann auch erkämpft oder zumindest ausgeschossen und da gab es ja Szenenapplaus und das war, glaube ich, so eine Szene, die auch für ihn dann stand in der Vorbereitung. Also er ist auf einem guten Weg, topfit, trifft in jedem Spiel, gegen Augsburg sogar zweimal und ja, da zieht Mario Götze jetzt zumindest in der jetzigen Phase, man muss mal abwarten, wie es dann ist, wenn die englischen Wochen kommen nach der Länderspielpause, aber aktuell hat Paco Alcácer da klar die Nase vorn und im Mittelfeld ist, glaube ich, auch durch die Verpflichtung von Julian Brandt auch da aktuell kein Platz für Mario Götze. Dann schauen wir mal zum Kollegen Tobias Jören, der am Trainingsgelände beim BVB weilt und dort auch die Pressekonferenz mitverfolgt hat von Lucien Favre. Und er kann uns mehr sagen über Personal und über das, was der Trainer eben vor dem Köln-Spiel von sich gegeben hat. Wir geben rüber zu Tobias Jören, bitte. Der BVB reist mit voller Kapelle zum zweiten Spiel der Saison nach Köln. Und Lucien Favre, der Trainer, hat alle Spieler wieder an Bord. Rafael Guerreiro ist zumindest ein Kandidat nach überstandenem Muskelfaserriss für den Kader. Julian Brandt, der darf sich vielleicht leise Hoffnungen machen, um nach dem guten Heimdebüt am vergangenen Samstag gegen Augsburg ein paar mehr Spielminuten zu sammeln. Und Roman Bürki, der seine Schnittwunde oder seine Risswunde am Schienbein auskuriert hat, der wird wohl ins Tor des BVB zurückkehren, unabhängig vom Personal. Aber
Das ist, glaube ich, relativ deutlich. Muss der BVB sich auf einen offensiveren und auch aggressiveren Gegner gefasst machen als der FC Augsburg. Das war beim 5:1 am letzten Samstag. Und Lucien Favre hat augenzwinkernd gesagt, wir müssen auf alles vorbereitet sein. Und Michael Zorc, der Sportdirektor, hat nachgeschoben, dass es vor allen Dingen darum gehen wird, in Sachen Schärfe, in Sachen Aggressivität, dem ersten FC Köln in nichts nachzustehen, um dann die eigene Qualität durchzubringen. Darauf hofft der BVB, darauf hoffen wahrscheinlich auch Sascha Klaverkamp und Florian Gröger im Studio. Und damit zurück zu euch in die netten Räumlichkeiten der Ruhrnachrichten. Ja, danke an Tobias Jürgen. Grüße nach Brakel. Und ja, wir sind auch schon ganz gespannt. Wie geht es am Freitagabend aus? Unter Flutlicht in Köln, du hast es gesagt. Da treffen auch zwei Spieler aufeinander, die sich gut kennen und mögen. Anthony Modest, Stürmer des 1. FC Köln, und Axel Witzel, der Mann aus dem BVB-Maschinenraum. Erzähl ein bisschen was. Die ja, mögen sich, kennen sich. Ja, freuen sich aufs Duell. Die pflegen eine enge Freundschaft. Wenn man mal bei Instagram reinguckt, gibt es da regelmäßig Bilder. Ich glaube, zuletzt haben sie sich in Köln getroffen und waren auch mal mit den Familien zusammen in Disneyland. Also es ist schon, glaube ich, eine etwas engere Freundschaft. Und ja, sie haben zusammen in China gespielt und Modest war schon da. Witzel war schon da, Modest kam dann hin. Und dann ist aber Witzel ja nach einem Jahr wieder weg zum BVB. Und Modest hatte da auch seinen Anteil dran. Also Axel Witzel hatte ja mehrere Angebote vorliegen und er hat ihm dann zu Dortmund geraten, hat auch von der Bundesliga geschwärmt. Und ja, seitdem pflegen sie halt ein gutes Verhältnis, treffen sich oft. Und ja, aber am Freitag wird es dann für 90 Minuten, muss die Freundschaft ruhen. Sie werden ja auch durchaus mal aufeinandertreffen dann. Modest, denke ich mal, dass er vorne drin spielt. Witzel im defensiven Mittelfeld, wie gehabt. Also da wird es schon das eine oder andere Duell geben. Mal gucken, wer es für sich entscheidet. Dann bleibt mir noch dir einen Tipp zu entlocken für Freitagabend. Was glaubst du nach dem 5:1 gegen Augsburg? Wie geht's aus für den BVB? Kann er die Tabellenspitze über das Wochenende hin verteidigen? Ja, das glaube ich schon. Also als den Running Gag der vergangenen Saison legen wir mal beiseite, wo wir immer in Gedenken an Dirk Krampe 2:2 getippt haben, wenn er mal hier nicht war. Er tippt ja immer 2:2, hat er, glaube ich, dann auch einmal recht von 34 Spielen. Nee, ich glaube, es wird eine einigermaßen einseitige Geschichte und tippe mal ein 1:3, also 3:1 für den BVB. Wie sieht es bei dir aus? Ich bin da fast deiner Meinung. Also ich glaube auch, dass der BVB sich keine Sorgen machen muss, dass es richtig eng wird. Ballerliebe für Köln und für deren Qualitäten. Und die haben ein Heimspiel mit fanatischem Publikum, du hast es selber gesagt. Aber ich glaube auch BVB, ich tippe einfach mal 3:0 und damit ein weiteres klares Statement Richtung Meisterschaft. Ja. Da bin ich überzeugt. Ob das wirklich so ist oder ob wir beide überhaupt gar keine Ahnung haben und es völlig anders ausgeht, all das können Sie natürlich verfolgen bei ruhrnachrichten.de und vor allen Dingen da in unserer Fanzone. Klicken Sie sich ruhig mal rein. Da geht es schon ab 18 Uhr los mit allem rund ums Spiel, vor dem Spiel, während des Spiels, nach dem Spiel. Lohnt sich für Fans auf jeden Fall reinzuklicken. Fanzone bei ruhrnachrichten.de.